Ich hoffe, es hört mir auch ein bisschen, ich habe ein wenig einen Frosch im Hals, aber so weit wird es schon tun. Wenn wir jetzt den Segen Gottes für euch erbitten, beziehungsweise für euch eine Motorräder, dann ist vor allem der Segen nicht einfach nur für die Technik, sondern für Sie als Biker die Technik auch verantwortungsbewusst verwendet. Ich sehe gerade von Wort Karl, der kann zwar leider nicht mehr, ist aber begeisterter Biker zumindest gewesen. Und ich sehe es in meinem Gesicht, da ist voll dem Hart, gell, wenn er das sieht. Aber man muss sich den Umständen entsprechend halt so einrichten. Ich wünsche schon bei euch den Segen Gottes. Und vor allem fahrt es nicht schneller, als wie der Schutzengel fliegen kann. Den Spruch kennt ihr eh alle. Ich glaube, dass der gar nicht so schlecht ist vom Sinn her, dass man, ich meine, das sind sicher lauter kompetente, gute, erfahrungsreiche Fahrer, die einfach durch den Erfahrungsschutz das machen können, was ich in der Predigt gesagt habe, nämlich auch die Freiheit genießt. Ich habe einmal mit einem Schulfreund von mir, mit dem Rutsch Ernstl, geredet, der auch Motorradfahrer ist, der Norbert kennt ihn. Er hat gesagt, das kannst du nicht verstehen, was du selber an der Piste machst. Also, dafür haben wir Angst und ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt erst in der Predigt nicht gesagt, ich habe ja in der ersten Zeit, wo ich gefahren bin, mit dem Motorrad auch Angst gehabt davor. Also vom Motorrad. Ne? Und ich weiß genau, das ist, die Rechtskurven ist super gegangen, die Linkskurven, naja, da war ich mir ein wenig unsicher. Dann haben mich die Leute über die Autos wieder überholt und dann auf der Geraden bin ich wieder führig gefahren, ich bin mir dann schon blöd vorgekommen. Aber ich bin schweißgebadet heimgekommen. Aber irgendwann geht dann doch der Knopf auf. Und ja, dann setzt du auf und du kannst es wirklich genießen. Und ich wünsche bei allen euren Ausfahrten, dass ihr es auch genießen könnt, dass es Wetter hält, auch wenn es nicht immer so ist. Und das Wetter ist nicht schlecht, die Kleidung ist nur schlecht, wie man so sagt. Aber vor allem auch, dass gut und heil wieder heimkommt für eure Ausfahrt. So wollen wir den Segen Gottes jetzt erbitten. Lasst uns beten. Herr und Gott, wir stehen vor deinem Angesicht und rufen zu dir. Segne diese Motorräder und beschütze alle Verunglücke und Schaden, die sie in Beruf und Freizeit benutzen. Gib, dass wir im Straßenverkehr allzeit verantwortungsbewusst bleiben. Mach uns rücksichtsvoll und hilfsbereit und lass uns in allem, was wir tun, deine Zeugen sein. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich will aber gar nicht zuschauen, weil meine ist ja der 93er Jahrgang und die sind schön, neuen Motorrad, die hier überneidisch. Aber was geht mit dieser Musik vor? Gib mir dann was essen oder wie tun wir? Hunger. Okay. Ja, ach so, nein, aber ja, naja. So, ich meine jetzt, aber es ist nicht die Kirche gewesen. Es gibt so einen Stadel und Eis oder so, die da draußen sprechen. Okay, das will mein Bruder, wenn ich mit ihm nicht mehr. Aber gut, dann nicht mit, dann muss er in die Kirche. Alter.